Es ist eine super Kombination. Also ich fahre hier liebend gerne Fahrrad und genieße das Wasser dabei. Wirklich. Also das ist ja gerade das Schöne, dass man hier so tolles Wasser hat beim Fahrradfahren. Ah, na, alles beides. Wenn alles in Ordnung ist, kann ihm alles gefallen. Die Fahrradstadt. Eigentlich beides ist gut. Also ich bin Radfahrer, ein ständiger Radfahrer. Fahre täglich, finde es nur, dass die Radwege nicht so gut sind. Man muss sich immer ganz schön was suchen, wo man lang fährt. Außerhalb von Rad nur fahre ich sehr gerne. Also die Umgebung. Beides, also sowohl Fahrradstadt als auch Wasserstadt, weil wir haben Wasser, wir haben Grün. Fahrradwege haben wir, ausbauen kann man immer. Daher, also beides. Oh, alles beides. Alles beides. Wasserstadt ist in Ordnung und die andere auch. Naja, zeigen, was es hier für wunderschöne Stellen am Wasser gibt und was man da so mitmachen kann. Vielleicht einen schönen Instagram-Account damit machen. Also die sozialen Netze auf jeden Fall nutzen. Und immer wieder schöne Sachen posten. Viele Leute müssten das natürlich auch zeigen und in Anspruch nehmen. Schöne Angebote am Wasser machen und im Wasser. Ja, und Freude zeigen, wie toll das ist. Dass man die Radwege vernünftig in Ordnung bringt und dass jeder Radfahrer da so fahren kann, wie er darf und wie er für notwendig hält. Und die Stadt eben dafür sorgt, dass die Fahrradfahrer dann vernünftig fahren können. Fahrräder müssten hier viel mehr, es muss viel mehr geeignet sein für die Fahrräder hier. Also jedes Mal, wenn ich mit dem Fahrrad hier fahre, muss ich auch darauf achten, dass ich nirgendwo angefahren werde. Man kann das eine vom anderen in meinen Augen nicht trennen.